Vor 80 Jahren hatte sich die Weltherrschaft des weißen Mannes so konsequent ausgeweitet, dass praktisch der ganze Globus als exklusiver Kolonialbesitz der europäischen Mächte erschien. Die neu entdeckten Kontinente wurden von europäischen Migrationsströmen besiedelt. Heute ist dieser stolze Imperialanspruch auf ein paar Fetzen, ein paar Konfetti, wie die Franzosen sagen, geschrumpft. Die zahllosen amerikanischen Militärstützpunkte unterliegen zusehends einem Overstretch, einer fatalen Überanspannung der bisherigen Weltmacht USA. Wir haben uns auf die Skizzierung einiger besonders eindrucksvoller Schwerpunkte dieser historischen Wende, dieses kolossalen Umbruchs beschränkt. Vor einem halben Jahrtausend waren die Karavellen und Galeonen Portugals und Spaniens ausgelaufen, um den Seeweg nach Indien und zu den Goldminen von Cipango zu entdecken. Vasco da Gama hatte die Wunderwelt des Orients mit seiner Umschiffung Afrikas erreicht. Kolumbus steuerte die Karibik und Mittelamerika an. Die spanischen Konquistadoren Cortés und Pizarro unterwarfen die Reiche der Azteken und der Inkas, der Autorität der katholischen Majestät in Madrid. Weiter südlich stieß der portugiesische Navigator Pedro Cabral, ebenfalls auf der Suche nach Indien, auf eine Urwaldküste, die heute unter dem Namen Brasilien, eine Entwicklung zum dynamischen Schwellenland, zur regionalen Hegemonialmacht durchläuft. Davon hätte vor 100 Jahren noch niemand geträumt. An die erste heilige Messe, die Cabral unweit des Hafens Porto Seguro zelebrieren ließ, erinnert am Strand eine ziemlich plumpe Darstellung. Daneben platzierte der Künstler eine Gruppe nackter Indianer, die auf ihre Bekehrung zum Christentum zu warten scheinen. Erstaunlicherweise hat sich sogar ein kleiner Indianerstamm an dieser Stelle erhalten, auch wenn dessen Kinder sich für den Touristenrummel produzieren. Auf der Höhe sind die Ruinen eines Klosters der Jesuiten erhalten, die im 18. Jahrhundert versuchten, in Südbrasilien und Paraguay einen indianischen Gottesstaat zu gründen. Unweit der Bucht von Porto Seguro waren im Jahre des Herrn 1500 die Karavellen des portugiesischen Admirals Pedro Álvares Cabral vor Anker gegangen. Und Cabral ergriff kurzerhand Besitz von der endlosen, heute brasilianischen Küste und dem kolossalen Hinterland. Das entsprach dem damaligen Völkerrecht, denn 6 Jahre zuvor war ein Abkommen unterzeichnet worden zwischen Madrid und Lissabon über die Aufteilung der Welt und der neu entdeckten Gebiete und Kontinente. Ganz besonders zu verzeichnen ist die Tatsache, dass der damalige Papst, eine der schändlichsten Figuren der Kirchengeschichte übrigens, Alexander VI. Borgia, diese Teilung der Welt vollzogen hatte und damit eine Autorität, eine Macht der römischen Kirche zur Schau stellte, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die Inbrunst des katholischen Glaubens hat dem Zeitlauf nicht standgehalten.
Vor dem goldenen Hintergrund des Altars der Kirche San Francisco in Salvador de Bahia zelebrieren zwei weiße Geistliche das Messopfer vor einer Handvoll dunkelhäutiger Gläubiger. Das Halleluja der alten Männer klingt wie ein Klageruf durch das Kirchenschiff, während kaum bekleidete Touristen den Gottesdienst als Kuriosität wahrnehmen. Die römische Kirche sollte sich Sorgen machen um ihre Gläubigen in Brasilien. Diverse protestantische Sekten, Evangelikale und Endzeitprediger greifen um sich, finden bei der überwiegend negroiden Bevölkerung stärkeren Anklang, zumal Rom seit Vatikan II auf seine beeindruckende triumphalistische Liturgie verzichtet hat. Als Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2007 Sao Paulo aufsuchte, enttäuschte er den Klerus und die Gläubigen, indem er vor allem das Verbot von Kondomen durch die Kirche betonte, in einem Land, wo oft schon 15-Jährige schwanger sind und die AIDS-Seuche um sich greift. Die Absage Roms an die Befreiungstheologie hat ihr tiefe Narben hinterlassen. In der Stadt Salvador, die gigantische Ausmaße angenommen hat und als Schwerpunkt der Besiedlung durch die Nachkommen schwarzer afrikanischer Sklaven gilt, lösen sich die Elendsviertel, die Favelas, mit luxuriösen Hochhäusern ab. Dass diese Kontraste zwischen Arm und Reich nicht zu explosiven Spannungen geführt haben, ist der Einsicht der opulenten Oligarchie und deren Politiker zu verdanken. Dass es sich für die Wiederwahl lohnt, eine Favela von 400.000 Menschen durch bescheidene soziale Zugeständnisse zur Stimmabgabe zu bewegen. Bei einer Fahrt über Land wird jedoch deutlich, dass in weiten Provinzen der krasse Unterschied zwischen Herrenhaus und Sklavenhütte, zwischen Casa Grande und Senzala, wie Gilberto Freire schrieb, längst nicht überwunden ist. Die Madonna in diesem armseligen Dorf ist als Weiße dargestellt. Die ungeheure wirtschaftliche Kraft Brasiliens, die das Land in die sogenannte BRIC-Gruppe einreiht, spiegelt sich in der Metropole São Paulo mit ihren 13 Millionen Einwohnern. Der unendliche Reichtum an Mineralien, an einer vielfältigen Landwirtschaft und Viehzucht und neuerdings auch an Erdöl, das die Gesellschaft Petrobras offshore zu fördern gedenkt, verleiht Brasilien eine Krisenfestigkeit, die sich in der jüngsten weltweiten Rezession bewährte. Der gewaltige Flächenstaat Brasilien mit 190 Millionen Menschen stützt sich auf ein einmaliges Experiment der Rassenvermischung, der Raza Cosmica, wie man hier sagt. Trotz der grausamen Sklaverei, die erst 1884 abgeschafft wurde, ist eine Vertraulichkeit unter Weißen, Schwarzen, Mulatten und Mestizen aufgekommen, wie sie sich in den angelsächsisch-protestantischen USA nie entwickeln konnte. Eindeutig hat Brasilien aufgehört, ein Vergnügungstheater für Karnevalstouristen und Samba-Freunde zu sein. Das Land ist zur Führungsmacht auf dem südamerikanischen Subkontinent geworden, verhandelt mit den USA von gleich zu gleich. Die Monroe-Doktrin wurde zur historischen Erinnerung herabgestuft. Der bisherige Präsident Lula da Silva wird von den Massen der Brasilianer als Volksheld verehrt.
Vom einfachen Metallarbeiter wurde er zum Künder einer vom Vatikan verleugneten Befreiungstheologie und rückte an die Spitze der Macht. Seine Bolzer Familie hat für bescheidenen sozialen Ausgleich gesorgt. Die von Lula geförderte Nachfolgerin Dilma Rousseff, eine ehemalige Stadtguerillera, hat gelobt, seinen Kurs weiterzusteuern. Seine außenpolitische Unabhängigkeit von Washington bewies der Brasilianer durch einen Vermittlungsversuch im Nuklearkonflikt des Westens mit der Islamischen Republik Iran. Das Treffen Präsident Lula da Silvas mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad sollte den Diplomaten der USA zu denken geben. In Brasilia und nicht in Washington wird entschieden werden, ob die sozialrevolutionären Regime von Venezuela und Bolivien überdauern werden. Niemand hat in Lateinamerika den Auftritt des venezolanischen Diktators Hugo Chavez vor der UNO vergessen, der auf der Tribüne, wovor ihm George W. Bush gesprochen hatte, das Kreuzzeichen machte und behauptete, es röche nach teuflischem Schwefel. In este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Mit besonderer Sorge blickt die Administration Obama auf die chaotischen Zustände im benachbarten Mexiko. Droht dort aus dem Tumult und dem Morden der Drogenkriminalität eine politische Umsturzbewegung hervorzugehen, wie zu Zeiten Zapatas und Pancho Villas? Wie weit die Auflehnung der Indianer und Mestizen sowie die Rückbesinnung auf das präkolumbianische Kulturerbe gehen kann, erweist sich am deutlichsten in Bolivien. Mit dem bolivianischen Staatschef Evo Morales ist zum ersten Mal in der Geschichte dieses Andenlandes ein reiner Indianer vom Volk der Aymara zur Macht gekommen. Wenn er seine indianische Leibgarde abschreitet, kommen Erinnerungen auf an die großen eingeborenen Aufstände des 18. Jahrhunderts unter Führung von Tupac Amaru in Peru und Tupac Katari in Bolivien. Jahrhundertelang war die Urbevölkerung Boliviens, ob sie nun den Stämmen der Aymara oder Quechua angehörte, von der spanischen Kolonialverwaltung zur armseligen, sklavischen Fronarbeit in den Gold- und Silberminen verurteilt. Wie stark Spanien dieses Andenland geprägt hat, das von dem Bruder des Conquistador Pizarro unterworfen wurde, offenbart sich in der früheren Hauptstadt Sucre. Mit seiner Plaza Mayor und den schneeweiß getünchten Häusern verweist Sucre auf Andalusien und Sevilla. Hier scheint sich auch die katholische Tradition stärker erhalten zu haben als anderswo. Am Sonntag füllt sich die Kathedrale mit Gläubigen unterschiedlicher Hautfarbe. In dieser ehemaligen Jesuitenkirche von Sucre wurde im Jahr 1825 die Unabhängigkeit der Republik Bolivien proklamiert und gleichzeitig die endgültige Loslösung von der spanischen Kolonialherrschaft vollzogen. Aber diese Eigenstaatlichkeit hat Bolivien kein Glück gebracht, wie schon Simon Bolívar sagte. Seitdem haben 190 Regimewechsel stattgefunden und die vollzogen sich meist gewalttätig und blutig. Und so erwarten auch manche und erhoffen es, dass der jetzige Präsident Evo Morales
ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Aber Morales sitzt fester im Sattel, als manche glauben. Er stützt sich auf die indianische Mehrheit des Landes. Er hat sogar eine Art indianische Kulturrevolution eingeleitet. Er möchte zu den Bräuchen, zu den Sitten, zu den Sprachen und sogar zu den schamanistisch anmutenden Religionen der Ahnen, der Indigenas, der Eingeborenen, wie man hier ohne Komplexe sagt, zurückkehren. Ob das gelingen kann oder gar über die Grenzen Boliviens ausgreifen kann, das ist äußerst ungewiss. Aber eines ist sicher, niemals wieder wird es einen Präsidenten rein europäischer Abstammung in diesem Land geben. In der neuen Hauptstadt La Paz hat sich die Eingeborenenpolitik des Evo Morales, hat sich der Stolz auf die eigene Indio-Rasse durchgesetzt. Vor dem Regierungspalast wird stets der Laternenpfahl gezeigt, an dem in den 50er Jahren der Präsident Villarroel von tobenden indianischen Mineros gehängt wurde. La Paz ist vom Lebensstil der Indigenas geprägt. An den Verkaufsständen der steilen Gassen verweisen die Föten von geschlachteten Llamas auf den Fortbestand heidnischer Bräuche. Auch in La Paz sind inmitten der Elendsviertel und einer fantastisch anmutenden Gebirgslandschaft moderne Hochburgen aus dem Boden geschossen. Aber die wirklichen politischen Beschlüsse, so heißt es dort, werden auf dem Altiplano, auf jener kahlen Hochebene in 4000 Meter Höhe getroffen, die am Titicacasee die peruanische Grenze erreicht. Dort entscheidet die massive Stimmabgabe der Ureinwohner, der Indigenas, gelegentlich auch ihre gewalttätige Volkserhebung, den Ausgang der Wahlen. Die Bekehrung zum katholischen Glauben hat bei den Eingeborenen die ursprünglichen Götter der Inka-Zeit nicht verdrängt. Es findet ein kurioser religiöser Synkretismus statt, der sich mit furchterregender Anschaulichkeit auf den Fresken der bescheidenen Kirche von Carabuco spiegelt. Die Folterqualen der Hölle haben den Maler weit stärker inspiriert als die Verheißungen des Paradieses. Der politische Widerstand zu Evo Morales hat in den reichen landwirtschaftlichen Anbauflächen der im Tiefland gelegenen Provinz Santa Cruz de la Sierra ihren Schwerpunkt gefunden. Am Nationalfeiertag zieht eine unendliche Menschenmasse mit dröhnenden Blasorchestern an der Tribüne vorbei, wo der Führer der Opposition, Gouverneur Ruben Costas, die Parade abnimmt. Evo Morales ist diesem Spektakel ferngeblieben, um eventuellen Protesten zu entgehen. Neben der Nationalfahne Boliviens, rot-gelb-grün, hat die Eingeborenenbewegung eine eigene, bunt gescheckte Flagge entworfen. Der bolivianische Staat firmiert neuerdings unter dem Namen Plurinationale Republik. Die Indianer-Idiome wurden neben dem Spanischen zu Amtssprachen erklärt. Gouverneur Ruben Costas hat auf die separatistischen Tendenzen seiner Provinz verzichten müssen, seit eine massive Zuwanderung von Indigenas aus dem Hochland die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung zugunsten der Indios veränderte. In der Nähe von Santa Cruz wurde übrigens im Jahr 1967 Che Guevara von seinen Häschern als Guerillero gefangen genommen und erschossen.
Im Kongresszentrum von Santa Cruz haben sich die unterschiedlichen Schichten dieser bunt gemischten Bevölkerung zum Schwur auf das bolivianische Vaterland versammelt. Hier tritt Evo Morales als Triumphator auf, aber nicht als blindwütiger Demagoge. Wer in die hart geschnittenen Gesichter der Gardesoldaten blickt, deren Uniformen an die Armeen Napoleons III. Erinnern, spürt, dass sich hier eine ethnische Machtverschiebung zu Ungunsten der weißen Minderheit der früheren Oberschicht vollzogen hat, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Tief in der Nacht treffen sich die Aymara-Indianer unter Einleitung eines Schamanen zum Fest ihrer alles beherrschenden heidnischen Göttin, der Pachamama, der Mutter Erde. Sie wird mit der Opferung von Yama-Föten besänftigt. Menschenopfer sollen nicht ganz auszuschließen sein. Diese Kultversammlung ist sich bewusst, dass Mutter Erde nur mit Blut besänftigt werden kann. Kehren wir zurück in das Jahr 1500, die Epoche der großen Entdeckungen, als die wagemutigen Portugiesen auch die Meere des fernen Ostens als erste ansteuerten. Der Kaiser Jiajing der Ming-Dynastie, der diese Fremden wohlwollend empfing, ahnte wohl nicht, dass sein riesiges Reich der Mitte 4 Jahrhunderte später im Boxerkrieg zur Beute des westlichen Imperialismus würde. Etwa 10 Jahre nachdem Cabral von den Küsten Brasiliens im Namen Portugals Besitz ergriffen hatte, drangen die lusitanischen Seefahrer auf der anderen Seite des Erdballs bis nach China vor. Und erhielten dort die einmalige Erlaubnis des Kaisers von China, einen winzigen Hafen namens Macau zu errichten. Damit erhielten sie auch das Monopol des Handels mit Japan und China. Aber die katholische Kirche wollte Macau als Sprungbrett benutzen für die Christianisierung des Reiches der Mitte. An der Spitze dieser Bewegung stand der Jesuitenorden, insbesondere der Pater Matteo Ricci. Und die Jesuiten perfektionierten sich in der chinesischen Sprache, vertieften sich in die Lehren des Konfuzius und errangen die Würde hohen Mandarinats am Hof von Peking. Ja, die Societas Jesu kam zu dem Schluss, dass durchaus eine Vereinbarkeit bestand zwischen den Dogmen der katholischen Kirche und den chinesischen Bräuchen. An der Kurie in Rom war man wohl anderer Meinung und unter dem Einfluss der Dominikaner und der Franziskaner entschloss sich am Ende dieses Ritenstaates der Papst Clement XI. Zu einer Absage dieses heiligen Experiments. Die römische Kirche von heute, die so vielen Schwächungen ausgesetzt ist, würde auf einen solchen Kompromiss wahrscheinlich liebend gern eingehen. Aber damals hat Rom eine große Chance der Bekehrung vermutlich versäumt. Im Jahr 1999 wurde Macau der Volksrepublik China einverleibt, behielt aber, wie die ehemals britische Kronkolonie Hongkong, einen Sonderstatus. Von der langen lusitanischen Präsenz sind nur wenige Gebäude übrig geblieben. Vor allem die Fassade der zerstörten San Francisco-Kirche. Zu deren Füßen erhebt sich die Statue des Jesuitenpaters Matteo Ricci als Künder des Evangeliums, aber auch als hoher chinesischer Mandarin. Er genießt weiterhin die Hochachtung der Behörden. Das kommunistische Regime von Peking hat Wert darauf gelegt, dass der portugiesische Charakter dieser Konzession in sämtlichen Inschriften erhalten bleibt, obwohl nur noch 2% der Bevölkerung die portugiesische Sprache beherrschen. Schon immer, auch unter der Oberhoheit Lissabons, galt Macau als die große Spielhölle Ostasiens. Das hat sich ins Gigantische gesteigert.
Die relativ bescheidene Stadt wird beherrscht von den Kolossalbauten der Spielcasinos. Dieses Gewerbe, das in der eigentlichen Volksrepublik streng verboten ist, zieht seit 1999 nicht nur die von Spielleidenschaft besessenen Chinesen an, sondern auch zahllose amerikanische Zocker. Diese haben immense Summen investiert. Mit den Erträgen der supermodernen asiatischen Paläste wurde das heimische Las Vegas bereits überflügelt. Der exzentrischen Fantasie eines amerikanischen Milliardärs ist es auch zu verdanken, dass im Herzen von Macau eine kitschige, artifizielle Nachahmung Venedigs entstand. Mindestens ebenso grotesk wirkt die in britischen Gardeuniformen angetretene Hotelwache. Sie wurde in Rumänien rekrutiert. Macau war der erste europäische Hafen, der Handel mit China und Japan führen durfte. Aber für die päpstlichen Missionare der untereinander rivalisierenden Orden ging es darum, von diesem Sprungbrett aus den christlichen Glauben im Reich der Mitte zu verankern. Vollziehen wir einen großen Sprung in Raum und Zeit. Diese Bilder haben wir im Jahr 1980 in der zentralchinesischen Provinz Sichuan in der Millionenstadt Chongqing aufgenommen. Wir wohnten im kommunistischen China einem katholischen Gottesdienst bei. In Sichuan, wo damals 100 Millionen Menschen lebten, hatten 300.000 Bürger der Volksrepublik an ihrem katholischen Glauben festgehalten. Aber Mao Zedong hatte vom Klerus verlangt, dass er sich von Rom und vom Papst lossagte und eine Nationalkirche gründete. In den Gesichtern der Gläubigen spiegelte sich der gewaltige ideologische Druck des offiziellen Atheismus, der auf ihnen lastete. Der Priester zelebrierte die Messe noch auf Lateinisch, weil diese Nationalkirche die Neuerungen des Konzils Vatikan II nicht übernommen hat. Heute, so heißt es, hätten sich die Beziehungen zwischen dem Vatikan und Peking leicht entspannt. Aber schon damals flüsterte mir der Geistliche auf Lateinisch zu: Credo in unam catholicam et apostolicam ecclesiam. Diese kleine, verängstigte Schar war also übrig geblieben von dem großartigen Versuch der Societas Jesu, mit glühendem Eifer und geschmeidiger Kasuistik das gewaltige Imperium auf die Nachfolge Christi einzuschwören. 30 Jahre später, im Jahr 2010, ist die Kirche St. Joseph wie ein winziges Spielzeug eingeklemmt zwischen die kolossalen Turmbauten der neuen Architektur. Die Genehmigung zum Filmen der Sonntagsmesse wurde uns dieses Mal nicht erteilt. Was hat mich nur bewogen, zurückzukehren in dieses Regen- und Nebelloch Chongqing? Die Millionenstadt im Herzen des Yangtze-Beckens und des Reiches der Mitte. Nun, ich hatte mich vor 30 Jahren hier bereits aufgehalten und eine historische Wende in Chongqing erlebt. Hier hat nämlich der geniale Staatsmann Deng Xiaoping seine 4 Modernisierungen zum ersten Mal erprobt und Abstand genommen von den Dogmen Mao Zedongs. Der Unterschied zwischen der Situation damals, die elend war, ärmlich, gezeichnet von Krieg und Bürgerkrieg, und dem jetzigen Anwachsen einer gigantischen Metropole aus Stahl und Beton, das soll hier gezeigt werden. Da kommt zunächst der Eindruck von Staunen auf, dann von Bewunderung, aber es bleibt auch eine gewisse Beklemmung über gegenüber dieser Entwicklung von Macht, von Dynamik, die noch längst nicht am Ende ihr Ende erreicht hat und von der niemand weiß, in welche Richtung sie sich orientieren wird.
Es lohnt sich, die Bilder aus dem Jahr 1980 wieder herauszuholen, die das damalige Elend und die kriegerischen Verwüstungen der Stadt Chongqing illustrieren. Die japanische Armee, die bis 1945 einen großen Teil Chinas besetzt hatte, war nicht bis nach Sichuan vorgedrungen. Die Schluchten des gewaltigen Yangtze-Flusses hatten jeden Vorstoß vereitelt, sodass der Führer des nationalen Chinas, Chiang Kai-shek, in Chongqing sein Hauptquartier errichtete. Die Waffenlieferungen durch die amerikanische Luftwaffe mussten damals ein winziges Rollfeld benutzen, das sich auf einer Sandbank im Yangtze befand. Zum Schutz vor den ständigen Bombardierungen der japanischen Flieger hatte die Bevölkerung tiefe Tunnel in die Felsen getrieben. Zur Zeit der Kulturrevolution tobten sich in Chongqing die Rotgardisten besonders hemmungslos aus. Sie zerstörten sogar industrielle Anlagen, sodass die Arbeiter sich schließlich in Werkschutzeinheiten formierten. Am Ende griff auf höchsten Befehl die Volksbefreiungsarmee mit schweren Waffen ein, um die Ordnung wiederherzustellen. Das erträumte China des Jahres 2000 wurde damals von den kleinen Leuten in diesem Fotostudio vorweggenommen. Hier versammelte man sich zu einer Familien- oder Hochzeitsaufnahme vor der Attrappenkulisse einer Wohnung mit Fernsehapparat und Nippes. Als Hintergrund dieser Zukunftsillusion diente eine erträumte Skyline von Hochhäusern. Niemand hätte 1980 geahnt, auf welch fantastische Weise die moderne Stadt Chongqing in den Himmel wachsen würde. Eine hypermoderne Stadt ist entstanden. Ihre Häuserschluchten öffnen sich auf schwindelerregende Abgründe. Die kolossalen Fassaden legen Zeugnis davon ab, dass die Umwandlung Chinas nicht, wie manche behaupten, auf die Küstenzonen beschränkt bleibt. Der Umkreis von Chongqing wurde zu einem industriellen Städtekomplex zusammengefasst, der 30 Millionen Menschen zählt. Ein paar winzige Relikte der alten Elendsviertel warten noch auf den Abriss. Die Bewohner dieser Ruinen klammern sich mit seltsamer Nostalgie an die Überreste ihrer einstigen Misere. Andererseits birst diese Megapolis vor Dynamik. Der jugendliche Reigen, der sich hier formiert, ist mehr von Disneyland inspiriert als von maoistischer Strenge. Im Jahr 1980 drängten sich ärmliche, in blaue Einheitstracht gekleidete Massen in dem extrem bescheidenen Warenhaus, wo Deng, gestützt auf den Provinzgouverneur Zhao Ziyang, den ersten Versuch eines freien Handels unternahm. Das Angebot war damals noch äußerst kläglich. Heute hingegen ist alles im Überfluss vorhanden. In den zahllosen Geschäften treffen die nach amerikanischem Modell gekleideten Chinesen ihre Wahl. Die blaue Einheitskluft ist verschwunden und die meisten Mädchen tragen knappe Shorts oder Miniröcke. Vergeblich haben wir nach der gigantischen Mao-Statue gesucht, vor der 1980 die Studenten der Universität Chongqing ihre huldigenden Gymnastikübungen vollführten. Die Universität ist heute nicht mehr wiederzuerkennen. Das Ganze gleicht eher einem amerikanischen Campus. Von Mao ist keine Rede mehr. Das reichliche Essen, das in der Mensa serviert wird, ist als Zeichen des Erfolgs der landwirtschaftlichen Reformen zu werten, die seitdem unternommen wurden. Das bringt zu Bewusstsein, dass 80% der Bevölkerung noch auf dem Land lebt.
Das fruchtbare Sichuan galt stets als der Reisnapf Chinas. In den ländlichen Gebieten ist die Armut längst nicht überwunden. Wenn die Nacht sich über Chongqing senkt, lebt die stickig heiße Stadt auf. Zahllose Bars und Discos deuten auf eine Lockerung der Sitten seit der Prüderie der Mao-Jahre hin. An der Universität werden den Studenten Kondome umsonst verteilt. Die gleißenden Lichter der Riesenmetropole sind ein Symbol für die hemmungslose Sucht nach Gewinn und Bereicherung, die weite Teile der Bevölkerung erfasst hat. Zwar wälzen sich in den exklusiven Kaufhäusern mit den teuersten ausländischen Luxusangeboten keine Käuferscharen. Aber die Eisbahn, die dort im obersten Stockwerk errichtet wurde, gibt Zeugnis von einem Höhenrausch, der nachdenklich stimmt. Die vierte Neuerung, die Deng Xiaoping 1980 auf den Weg bringen wollte, war die Modernisierung der Streitkräfte. In ihren grasgrünen Uniformen waren die einfachen Soldaten der Volksbefreiungsarmee von den Offizieren nicht zu unterscheiden. Es herrschte bei ihnen eine strikte ideologische Disziplin nach den Vorgaben des großen Steuermanns. Im Jahr 1979 griffen die Divisionen der Volksbefreiungsarmee längs der Südgrenze an, um dem vietnamesischen Nachbarn, der gerade Kambodscha erobert hatte, eine Lektion zu erteilen. Dabei erwies sich jedoch das strategische Konzept, mit dem Mao über Chiang Kai-shek gesiegt und die Amerikaner in Korea zurückgeworfen hatte, als ungeeignet, um die Erben Ho Chi Minhs in die Knie zu zwingen. Bei ihrem Rückzug aus dem Grenzstreifen Nordvietnams, den sie erobert hatten, täuschten die gealterten Generale des Großen Marsches damals einen Waffenerfolg vor. In Wirklichkeit hatte jetzt Deng Xiaoping ein zwingendes Argument, den Totalumbau und die Modernisierung der Streitkräfte durchzusetzen. Die militärischen Geheimnisse Chinas sind wohl gehütet. Die Manöver, die gelegentlich ausländischen Beobachtern vorgeführt werden, geben mit Sicherheit nicht den realen Stand der technischen Aufrüstung wider. Das Pentagon blickt mit Sorge auf die militärische Erstarkung Chinas und lässt demonstrativ das gewaltige Flottenaufgebot der US Navy im Westpazifik und im Südchinesischen Meer kreuzen. Die Admiralität der USA beobachtet vor allem den Ausbau der chinesischen Kriegsmarine. Lange hatte man die maritimen Ambitionen Pekings gering eingeschätzt. Aber ein Blick in die Geschichte lehrt, dass das Reich der Mitte im 15. Jahrhundert ein ungeheuerliches Flottenaufgebot aufzubieten vermochte. Diese Armada kreuzte entlang der indischen und afrikanischen Küsten, transportierte 28.000 Krieger und wäre den Karavellen der Portugiesen und Spanier weit überlegen gewesen. Heute wird die Erinnerung an den Admiral dieser Monsterflotte, den Eunuchen Zheng He, in ganz China hoch verehrt. Der Verzicht eines törichten Kaisers, der vor jedem überseeischen Abenteuer zurückschreckte und die eigene Flotte vernichten ließ, wird als nationales Unglück bewertet. Die ungeheure Dynamik Chinas, seine kommerzielle Präsenz, ja Dominanz in allen Erdteilen, die ungezügelten Ambitionen dieser gigantischen Nation geben der übrigen Welt manches Rätsel auf.
da das Land keine Religion mehr anerkennt und der Buddhismus nur als Aberglaube des Volkes geduldet ist, richten sich die fragenden Blicke auf die Vollversammlungen der kommunistischen Partei, in deren höchsten Gremien alle Entscheidungen getroffen werden. Von einer Wiederbelebung des Konfuzianismus kann kaum die Rede sein, obwohl die Lehre von der Harmonie, die Meister Kong hinterließ, von den roten Mandarinen in Peking als eigene politische Richtschnur der Streitkultur der westlichen Demokratien entgegengesetzt wird. Wie weit sind wir doch von den wütenden Exzessen der Kulturrevolution entfernt, als die jungen Rotgardisten unter dem Ruf Pi Lin Pi Kong den Konfuzianismus für den Niedergang Chinas verantwortlich machten. Was die Chinesen aller Schichten zu einen scheint, ist das Gefühl der eigenen Überlegenheit und ein unbändiger Nationalismus, der auf die Ursprünge des Reichs der Mitte zurückgeht. Keinem Monarchen wird in der Geschichtsdeutung so großer Respekt gezollt, keinem werden so viele historische Filme gewidmet wie dem Gründungskaiser Qin Shi Huangdi. Er lebte etwa 200 Jahre vor Christus und auf ihn berief sich auch Mao Zedong in seinen Gewaltakten. Die unbezwingbaren Kriegerscharen Qin Shi Huangdis unterwarfen binnen kürzester Frist die widerstreitenden Königreiche. Er schuf die kulturelle Geschlossenheit Chinas nicht durch die Vereinheitlichung der Sprache, sondern durch die Einheitlichkeit der Schrift. Er ließ jene gewaltige Mauer bauen, die sein kolossales Imperium gegen den Ansturm der Nomadenhorden Zentralasiens abschirmen sollte. Er wachte darüber, dass man der Person des Kaisers nur mit dem kniefälligen Kotau begegnete. Wer hätte vor 30 Jahren geahnt, dass Shanghai heute im Begriff steht, New York zu überflügeln? Wer hätte sich vorstellen können, dass die USA gegenüber Peking in die Rolle des Schuldners gerieten, nachdem die Bank of China amerikanische Staatsanleihen im Wert von fast 2 Billionen Dollar erwarb. Aus der Höhe der monströsen Wolkenkratzer von Pudong, einem Stadtteil Shanghais, der dem Meer entrissen wurde, erscheinen die Trutzburgen des ehemaligen europäischen Kapitalismus wie winziges Spielzeug. Diese klotzigen Gebäude am Ufer des Huangpu-Flusses sollten die Überlegenheit des Westens demonstrieren. Der symbolische Schlussakt europäischer Weltgeltung wurde wohl an jenem regnerischen Tag des Jahres 1997 vollzogen, als in einer ergreifenden und würdigen Zeremonie Großbritannien Abschied nahm von seinem fernöstlichen Kronjuwel Hongkong, als der Union Jack eingeholt und die rote Flagge der Volksrepublik gehisst wurde. 100 Jahre zuvor war das britische Empire noch in weltweiter Expansion begriffen. Es wirkte unerschütterlich und sonnte sich im Glanze seiner Macht. Heute kann die Hymne, die die britische Herrschaft zur See glorifizierte, nur noch mit einem Unterton von Nostalgie angestimmt werden.